Sag mal, ist dir schon mal aufgefallen, dass du laut kaust? Was mache ich? Laut kauen. Machst so komische Geräusche, wenn du kaust. Kaugeräusche wahrscheinlich. Macht das nicht jeder? Naja, nicht so laut jedenfalls. Es hört sich an wie so ein, weiß nicht, so ein Betonmischer mit einer Ladung Zement. Und was mache ich erst jetzt? Ich weiß es nicht und du knackst irgendwie mit dem Kiefer. Aha. Machst du gerade eine HNO-Analyse oder was? Ich frage mich einfach, was es da so laut zu malen und zu knacken gibt. Gründliches Einspeicheln des Nahrungsbreis ist wichtig für eine optimale Verdauung. Deine Worte. Ja, das ist aber keine Erklärung für das Knacken. Da hakt offensichtlich ein Teil meines Kiefergelenks. Ja, offensichtlich. Damit würde ich mal zum Arzt gehen, ne? Mich stört's aber gar nicht. Aber mich? Das ist doch mein Kiefergelenk. Ja, und mein Ohr? Wir leben jetzt seit 10 Jahren zusammen und plötzlich nervt dich mein Essverhalten. Und du schluckst zu laut. Vielleicht stimmt mit deinem Ohr was nicht. Ich frag mich einfach, was es da so laut zu schlucken gibt. Und ich frag mich, was es da zu mosern gibt. Das hat dich doch die letzten 10 Jahre nicht gestört. Naja, irgendwann kristallisieren sich eben Dinge heraus. So die Sinne schärfen sich und man wird achtsamer. Und Achtsamkeit heißt bei dir, sich über Kinkerlitzchen aufzuregen. Nein, Achtsamkeit heißt, Dinge wahrzunehmen. Und ich nehme eine gewisse Gereiztheit bei dir wahr. So ein komisches Bedürfnis. Mhm. Und was für ein Bedürfnis nimmst du gerade bei mir wahr? Mir eins reinzuwürgen. Interessant. Probier's mal mit ein bisschen mehr Gelassenheit. Entspannt die Sache. Okay. Gelassenheit. Aber wie lange hocken wir eigentlich schon in der Bude? 3 Monate? Hä? Am 6. waren wir doch noch bei der Uli. Also es ist jetzt 14 Tage hier, ne? Kommt mir länger vor. Ja, ich glaube, wir sollten mal einen Plan machen. Was denn für ein Plan? Ja, womit man die Zeit füllen kann? Einfach so in den Tag reinleben, abwarten und sich gegenseitig auf die Nerven gehen, kann es ja nicht sein, ne? Ja, was willst du denn machen? Ach, keine Ahnung, mein Gott. Gibt doch so vieles. Lesen, schreiben, basteln, aufräumen. Einfach mal das, was man immer schon mal machen wollte, ne? Also aufräumen wollte ich noch nie. Wir könnten mal wieder was zusammen machen. Wir haben schon lange nichts mehr zusammen gemacht. Vielleicht kommen wir ja dann so wieder in die Spur. Stimmt, wir haben lange nichts mehr zusammen gemacht. Was könnte man denn so, mal so machen zusammen? Mehr miteinander reden zum Beispiel. Reden? Ja, wir reden immer weniger. Wieso, wir reden doch gerade. Ich mache gerade Vorschläge, also das ist jetzt nicht reden. Ja, was dann? Ach, keine Ahnung, auflisten. Reden ist, wenn man sich austauscht, wenn man zuhört, was der andere zu sagen hat. Reden ist, wenn man zuhört. Das ist nicht reden, das ist zuhören. Ja, wenn der eine redet, muss der andere natürlich zuhören. Also beim Frühstück habe ich ehrlich gesagt keine Lust auf so anstrengende Gespräche. Da will ich Kaffee trinken, Zeitung lesen oder einfach nur mal nichts sagen. Ja, genau. Zusammen schweigen. Das wäre doch mal was Schönes. Genau meine Rede. Ja, nee, du, das kann richtig intensiv sein. Jetzt hier nicht einfach nur so nix sagen, sondern so richtig schweigen. So mit dem Bewusstsein, man schweigt jetzt zusammen. Ja, das kann richtig meditativ sein. Da gibt es nämlich diese Schweigeseminare. Ja, da sitzt man nämlich in so einer Gesprächsrunde und schweigt sich an. Tagelang. Und danach tauscht man dann die Adressen aus und dann meldet man sich gegenseitig, worüber man die ganze Zeit geschwiegen hat. Es ist aber dann noch zusammen was machen, es ist auch zusammen nichts machen. Ja, wenn man dabei in Kontakt bleibt, warum nicht? So aktives Schweigen. Na gut, wäre für den Anfang vielleicht ein bisschen anspruchsvoll. Das glaube ich auch. Was gibt's denn? Lass dich überraschen. Ja, was heißt das? Ich hab was ausprobiert. Das hört sich nicht gut an. Du, gesundes Essen wäre auch mal ein gemeinsames Ziel. Voilà! Was ist denn das? Das sind Vollkornbratlinge. Was? Vollkornbratlinge. Ja, was soll das sein? Das sind vegetarische Buletten. Das sind doch keine Buletten. Nie im Leben sind das Buletten. Ja, vegetarisch. Du willst mir doch wohl nicht erzählen, dass das Buletten sind. Ich habe ja auch gesagt, das sind Vollkornbratlinge. Eben hast du noch gesagt, das wären Buletten. Aber eben aus Vollkorn.
Ja, wieso machst du nicht Buletten wie sonst aus? Das Zeug kannst du ja nicht essen. Das sieht ja aus wie paniertes Vogelfutter. Ja, mal was Gesundes. Von wegen was Gesundes. Schon der Anblick macht mich krank. Ach, jetzt red doch nicht so ein Blödsinn. Also Buletten kann man so oder so machen. Aber das sind doch keine Buletten. Eine Alternative zu Buletten. Hör auf, mir einzureden, dass das Buletten sind. Ich weiß doch wohl noch, wie eine Bulette aussieht. Okay, wenn es dich glücklich macht, es ist keine Bulette. Wenn es mich glücklich macht, dieses Teil macht mich aber nicht glücklich. Dieser Körnerklumpen schlägt mir aufs Gemüt. Stopp. Wie, stopp? Achim, so geht das nicht weiter. Ich bin das so leid. Dieses ewige Gepolter, diese ständigen Rechthabereien, dieses endlose Rumgenörgel. Wir rutschen doch immer wieder in dieselbe Schiene. Hör mal, ich habe gedacht, du hast kapiert, dass ich das nicht mehr will. Ich habe dir gesagt, dass ich einen anderen Umgang will. Positiver, konstruktiver, aber es ist wohl hoffnungslos. Ich glaube, das ist das Beste, wenn ich ausziehe. Stopp. Nix, stopp, immer, mir reicht's. Morgen packe ich meine Koffer.